Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enslaved Odyssey to the West. Weiter geht's. Das war der Part, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Weiter geht's. Durch die Robos und dann zum Geschütz, das wir noch nicht vergessen haben. Da müssen wir auch noch irgendwo rumkommen. Schade, hier sind leider nicht mehr diese Bälle zum Einsammeln. Scheiße, 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 scheiße. Das wollte ich nicht. Scheiße, jetzt sind alle... Ah, nein! Oh, ich bin ein Idiot. Oh Gott, sind das viele. Oh Gott. Boah, ich muss mir erstmal Platz schaffen. Boah, der Doppelschlag. 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 Jawohl, danke. Mehr wollte ich gar nicht haben. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird. Ich meine, noch ist es nicht geschafft, aber die ersten beiden waren ziemlich leicht. Scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Ja, der war gut, das gebe ich zu. Oh, mehr Glück als Verstand wieder gehabt, aber so kennen wir das ja schon, ne? Ah, ich wollte nämlich eigentlich, ich habe den Kreis nicht bemerkt, den zweiten Kreis, ich wollte eigentlich hier hoch und eigentlich dran vorbeirennen. Aber jetzt müsste auch der Weg zum Hellspack frei sein, genau. Dann kann ich mich sofort wieder aufladen. Also quasi eine Nullnummer. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt nötig gehabt, aber wir haben auch nichts verloren. Ich habe jetzt wieder volles Leben. Hab noch ein bisschen ja, von diesen komischen Bällen eingesammelt. Wie gesagt, das Spiel kommt nachher noch dazu, was man damit Schönes machen kann. Jetzt sind sie noch unnütz, später werden sie es nicht mehr. Jo, wir sind durch. So, jetzt vorsichtig sein. Da ist das Turret, das hat uns noch nicht bemerkt. Oh ja. Oh Scheiße. Lenk noch mal bitte ab. Ich will noch ein paar Dings einsammeln. Oh nein, ich bin ein Idiot. Nein. Ah, hoffentlich nach den Robotern ist der Checkpoint gesetzt. Ich habe keinen Bock jetzt noch mal. Toll. Diesmal gehen wir aber drumrum. Ich habe nicht Bock auf noch eine Prügelei. Obwohl vielleicht doch dann. Ja, nee, das ist mir jetzt irgendwie doch zu viel Aufwand, auch wenn ich dafür wieder Punkte kriege. Oh, 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 nee, nicht reingehen. Runter. Mann, ey, das ist irgendwie nervig, dass man nicht an allen Kanten runtergehen kann, sondern nur wo es gerade ist. Das ist irgendwie bisschen blöd gelöst hier. Ah, okay, hier kann man auch hoch. Hätte ich also doch vermeiden können. Ja, ein bisschen höher. Ja, jetzt haben wir zwar quasi weniger Punkte, wenn man so will, aber verzichte ich jetzt erstmal drauf. Ich will auch weiterkommen, sonst hängen wir hier die ganze Zeit nur rum. Verzichte ich jetzt auch auf die. Ich habe keinen Bock jetzt nochmal zu fällen, indem ich in die Mine reinlaufe. Auch wenn dann mein... Ja, das weiß ich doch. Meine Liebe. Wo zum Geil muss ich denn jetzt überhaupt lang? Ach, da hoch, okay. Im Prinzip ist jetzt mein Sammeltrieb nicht befriedigt, dass ich jetzt nicht alle Punkte, die möglich wären, mitgenommen habe, aber... Plasma Cells. Now we're in business. I hope this thing still works. So, hier gibt es diesen netten, sein toller Stab, da kann man jetzt auch mit schießen. Eins. Ja.
sagte irgendwann schon mal, dass ich Gamepad Grobmotoriker bin. So, das war's mit dem Geschütz. Weg ist frei. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich ja vielleicht nochmal zurück und die Dinger einsammeln. Aber das war jetzt wohl keiner. Ich muss hier erst wieder Trip helfen. Hier. Der ist schon wieder da. Ich hab grad schon gedacht, wo zum Geier kommt der doch mal. So, erstmal sich wieder ein bisschen Platz schaffen, weil sonst... Sonst hat man echt die Arschkarte. Sobald man umzingelt ist, ist es eigentlich schon schlecht. Next. So. Nochmal und aufgeladen. Was? Und der ist immer noch nicht weg? Die sind ganz schön hartnäckig, die Kerle. Das ist komisch. Manche sind hartnäckig, manche sind überhaupt nicht. Alter! So, hast du davon. Immer von hinten ranschleichen und dann... Are you okay? Every time you kill a mech, I can download its schematics. Figure out what makes it tick. We'll make life a lot easier for you. If you want to make life easier for me, why don't you go ahead and take this thing off? Ja, gute Frage. Ja, ich glaube, neue Helds. Ja, komm doch, nehmen wir mit. Lohnt sich immer. Hätte ich zwar eigentlich nicht nötig gehabt, weil so viel habe ich im Kampf jetzt doch nicht verloren, aber... Oh Gott, das wird kompliziert, da durchzugehen. Ich will aber die Dinge haben. Oh! Alter, ich habe mich schon wieder failen gesehen. Oh, es hat geklappt. Sehr schön. So, gibt es hier noch, sonst noch irgendwas? Ich würde eigentlich noch gerne viel mehr von den Dingern einsammeln, aber es geht leider nicht, weil... Ja. Irgendwie sind hier auch weniger, habe ich das Gefühl. Die sind immer unterschiedlich, je nachdem, wenn man nochmal neu lädt, dann sind die teilweise an anderen Orten. We're gonna be traveling together. Maybe we should exchange names. My name is Tripitaka, but I often get called Trip. I mean, pretty much always. People call me Trip. How about you? I don't have a name. You must. Everyone has a name. Not everyone. Well, what did your parents call you? They were killed in a mech attack when I was a kid. I grew up in the wilds. Alone. Well, das erklärt. What do other people call you then? Monkey. In the communities I trade with, some of them call me Monkey. If you want to give me a name. You can use that. Okay. Monkey. Ja, genau. Da haben sie sich gerade zum ersten Mal vorgestellt, so mehr oder weniger, und sich ihre Namen gesagt. Jetzt versteht man vielleicht auch so ein bisschen, warum Monkey so ein Wilder ist. Ich meine, er sieht ja auch schon so aus. Und der Name, wenn man ja ohne Eltern in der Wildnis aufwächst, eine Runde Mitleid für Monkey. Nein, kann einem schon ein bisschen leid tun, der Junge. Ja. Und diese kleinen Zwischenmomente zwischen den Kämpfen im Prinzip, ja, dienen so ein bisschen dazu, so die Beziehung zwischen den beiden, also wie die sich weiterentwickelt, das zu zeigen und auch ein bisschen so die Story voranzutreiben. Das sieht nach dem nächsten Kampf aus, das sieht man schon so, arenamäßig aufgebaut, das ist das nächste Geschütz. Ja. I don't think we can get through here. Wait. I'm detecting a fuel source. A fuel cell? Oh. No. This is from the old days. It's in that container. Looks like it's petroleum.
Frag mich mit was für einem Treibstoff das alles in der Zukunft abläuft, wenn die sagen from the old days, also Öl, Benzin etc. ist von den alten Tagen. Mit was laufen denn die Roboter oder was auch immer denn nun? Ja, was für eine Energiequelle. Naja. So, wo zum Geist Trip? Ah, dahinter, sehr gut. Ja, eigentlich kannst du den mal ablenken, wenn es geht. Dann kann ich mich jetzt ein bisschen vorwagen. Oh, 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 oh. Aber zum Glück gibt's hier Deckung. Da vorne gibt's wieder ein bisschen was zum Einsammeln. Fully charged, sehr schön, dann mach das bitte nochmal. Ich will jetzt nämlich ein bisschen shoppen gehen. Hallo, ansammeln. Oh, sauber, sehr schön. Jetzt bin ich aus dem Radius wahrscheinlich. Ja, das Täuschmanöver von Trip ist sehr nützlich. Ah, okay, jetzt bin ich hier hinter. Hallo, du sollst da... Ja, manchmal ist die Steuerung echt zum Kotzen. Oh Scheiße, er hat mich entdeckt. Und wie gesagt, die... Hallo rumgehen, Monkey, oder rüber. Die Deckung ist halt zerstörbar, also da kann man sich nicht allzu lange da hinter aufhalten. Oh geil, jetzt habe ich... Hahaha, wie cool ist das denn? Okay, fully charged. Ach so, ah, okay. Kaboom, mach alles kaputt. Mach kaputt. I'm detecting mechs. Lots of them. Oh, das war ja sowas von klar. Ah, okay, das ist zum Zoom. Ja, wo kommen sie denn jetzt überhaupt? Ach, da. Wo? Wo more makes? Ich sehe keine. Ach, da. Sehr schön. Ich sehe immer noch keine. Wo? Wie? Was heißt hier von überall? Du bist da noch relativ safe. Ach, da sind die Kinder wieder. Oh oh, die Dinger müssen wir ganz schnell rausholen, weil wenn der vor den 15 Sekunden nicht down ist, dann... Sehr schön, dann gibt es nämlich Verstärkung, das ganz oft. Ach, das war's schon mit den Wellen, das ist sehr schön. Obwohl geht, ich hätte auch nicht Bock auf noch so viel mehr gehabt. Ach, manchmal ist die Kamera echt dämlich, wie gesagt, so ein... Eigentlich ist sie frei schwenkbar, so wie jetzt, aber in Situationen wie gerade eben leider nicht. Das ist irgendwie echt dämlich gelöst. Die meiste Zeit ist die Kamera recht gut platziert, wie ich finde, aber... Stopp mal, konnte ich da vorne auch lang? Ach, ist auch egal. Oder muss ich da lang? Ich wollte eigentlich den gleichen Weg jetzt wieder zurück, weil... Wäre mit so am logischsten vorgekommen, aber scheinbar muss man hier jetzt irgendwo lang. Ich habe aber keine Ahnung, wo... Ach, da! Ja. Augen offen halten. Ich will jetzt aber noch die ganzen Dinger einsammeln. Kann man da wieder zurück irgendwo? Scheinbar ja. Sehr schön. Ich will nämlich Punkte einsammeln. Ja. I think I can upgrade your equipment. So, jetzt kann ich auch verraten, wofür die Dinger gut sind. Das ist quasi die Ingame-Währung, so eine Art Credits.
wie Tripp gerade schon gesagt hat, dadurch kann die mich so ein bisschen aufwerten. Und wie genau das ausschaut, das können wir uns ja vielleicht gleich mal kurz angucken. Oh, da wollte ich noch rüber. Wow. Ich dachte gerade, ich schaffe den Sprung nicht. Und ja, dafür sind die recht nützlich. Also man muss jetzt nicht unbedingt aufwerten. Das, wenn man einigermaßen geskillt ist, dann kann man das vielleicht auch so schaffen. Aber es ist ganz nett. Da kann man dann, weiß nicht, so wie das halt standardmäßig ist, Gesundheit, Schaden aufleveln, sowas alles. So, und das gucken wir uns mal eben kurz an. Genau, also so hier ist Schild, dass das länger dauert oder mehr Schaden abhält und so weiter. Dann gibt es halt noch Gesundheit, entweder komplett erhöhen oder halt, dass es sich langsam wieder auflädt. Kampf, also Stab, mehr Schaden, so ein ganzer Quatsch. Ich sammle aber erstmal weiter, weil, wie man schon gerade gesehen hat, ist das nicht ganz billig. Ich könnte mir quasi jetzt ein so ein Ding holen und dann wäre es schon wieder, gewesen. Und momentan, denke ich, kann ich noch ganz gut mithalten gegen die Mechs. Ich habe das noch nicht nötig. Von daher sammle ich erstmal und wenn es mir dann zu schwer wird, achso, ich bin voll, dann rüste ich irgendwann mal auf. So, und bevor wir jetzt dem Rabbit Hole nach unten folgen, so Alice im Wunderland-Style, verabschiede ich mich, das war's leider schon wieder, und würde mich freuen, euch zum nächsten Part von Enslaved begrüßen zu können. Reingehauen, tschüssi.